So, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Zelda Breath of the Wild. Und ich denke mal, ich versuche jetzt gerade mal den Stream wieder zu starten. Ich hoffe, diesmal laggt es nicht zu sehr. Die Lags waren ja nur wegen meinem scheiß Internet, aber die. Ah, wenn ich das schon sehe, gelb, rot, grün. Ich bin mir so unsicher, ob das jetzt so gut funktioniert. Na komm schon. Enttäuscht mich nicht. Bitte. Please. Ansonsten muss ich das Let's Play wirklich als Let's Play und nicht als Stream. Und das ist so schade. Mal eben gucken. Es dauert lange, bis da sich was bewegt. Was laggt? Also zumindest bei mir. Okay, ich hoffe, dass es nicht arg. Nein! Da solltest du nicht runter, mein Freund. Ah. Klasse gemacht. Ja, ich glaube, der Stream laggt noch arg. Nee, ich starte mal meinen PC nochmal neu. Eindeutig will mich das Spiel gerade verarschen. Ja, dann kannst du normal machen mit dem Markieren und oh ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun, bevor wir hier Keyblock gegangen sind und ja. Jetzt macht er bestimmt wieder ho. Ja, das. Bla bla bla. Ja. Das heißt. Alles klar, so komm jetzt. Lass mich in Ruhe. Wie mich das gerade abfuckt. So. Da wollte ich hin. Komm, zuckt nicht so. Ah, das Stream laggt immer noch. Ich hoffe. Na, ich muss den PC gleich nochmal neu starten. Vielleicht funktioniert es dann besser. Ist das der andere Schrein? Ich glaube ja. Und da gab es noch einen Ort, wo ich hin wollte. So ein Skelettkopf. Den markiere ich auch mal. In der Zitadelle gucken wir uns auch mal um. So. Jetzt haben wir Markierung. Nichts dem Zufall überlassen, falls ich beim Runterspringen wieder sterbe. Und ich werde einfach den. Ich werde nochmal einen kompletten PC neu starten. Das kann ich so nicht laufen lassen. Es tut mir leid. Bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe, diesmal funktioniert der Stream wenigstens besser. So, aber erstmal hoffe ich, dass ich hier lebend runterkomme.
Nicht abweichen, Link. Komm. Aber es dauert schon wieder so lange, bis es... bis der Stream startet. Bocklands. Kann ich die Schmetterlinge sammeln? Schmetterlinge? Oh. Die haben mich noch nicht bemerkt. Jetzt haben sie mich bemerkt. Alter. Bockbogen. Ah, mit dem Bogen greifst du entfernte Ziele an. Gut, dass ich... Bockbogen bekommen hab. Oh, Holz. Holzpfeile. Ah, ich habe ja auch noch eine gewisse Anzahl an Pfeilen wahrscheinlich. Ach. Da drin ist was, das sehe ich. Aber dafür habe ich den Pfeil jetzt ja auch. Pfeil und Bogen. Mal sehen. Kann ich den überraschen? Also ein bisschen höher. Das war nicht ganz so schlau. Ach du Scheiße. Das ist Bogen? Ja, aber... Warum pfeife ich? So, ah gut. Alter, der hat mich mit einem Schlag. Okay, das scheint dort ein bisschen hart zu sein. Zuletzt noch Zelda Dark Souls. Nee, Spaß. Vielleicht kann ich aber auch die Lampe da drin. Ziel. Oh oh. Was habe ich da gemacht? Okay, der ist hart. Den müssen wir aufpassen. So. Flederbeißerflügel. Der Flügel eines Flederbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann... Also muss ich unbedingt Insekten finden. Ah! Hilfe! Flederbeißer Auge. Deine Trophäe aus der Ende. Flederbeißers Kampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen, aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Hau ab!
Ich hoffe, die Axt hält. Ich hoffe es zu sehr. Stachelbockschild. Von einem Bockblim gemacht, dem etwas härteres Holz in die Hände fiel. Darüber war er so glücklich, dass er den Schild sogar mit Tierknochen verstärkte. Okay, Plus war's. Schild verwenden. Ah. Nein, 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 falsch. Stachelbockstock. Der Bockblin, der diesen Stock gebastelt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Pass auf den spitzen Tierknochen. Pass auf, denn die spitzen Tierknochen können ins Auge gehen. Oh. Der eine da drin, der weiß gar nicht, was er machen soll. So, jetzt geht's dir an den Kragen. Komm her. Bockblinhauer, diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockblin erhalten. Zusammen mit Insekten und Ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Oh oh. Alter! Ich renn mal hin. Alter! Das ist das? Ach so, okay. Ich sie nicht zum. Nee, scheinbar nicht. Ich will diese Fässer zum Explodieren bringen. Ganz leise. Alter, Stealth Kill! Und die Pfeile, die man verschießt, kann man natürlich wieder aufheben. Das ist geil. Das war also so ein Bockblin-Lager. Katoka, danke für den Host. Feuerpfeile, ja! 5 Pfeile, denen die Kraft des Feuers innewohnt. Alles, was sie treffen, verbrennt. Besonders effektiv gegen kalte Ziele. Dann wird denen doch warm, wenn denen kalt ist. So, wenn ich das mache und so kann man. Okay. Nein, aus. Ei. Ich drücke immer die falschen Knöpfe hier. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Hier bin ich letztens gestorben. Das X markiert die Stelle. Na super. So.
Ist da immer noch eine Markierung auf den Totenschädel? Oder ist sie jetzt weg? Markierung. Scheint weg zu sein. Dann gehe ich mal zum Tempel. Regel Nummer 1 in so einem Spiel, was so offen ist, nie das machen, was das Spiel von einem verlangt. Oh. Fledermäuse. Ich habe jetzt aber keinen Bock auf euch. Geht weg. Da benutze ich aber so eine schwache Route. Kommt mal her. Ich schlag euch bitte. Oh, jetzt wurde ihr abbaut. Okay, dann halt nicht. Ich weiß nicht, nämlich nicht, ob der Stachelbock Blindstock Dingsbummens da lange hält. Muss ich da lang? Ah. Also war das doch nicht der Tempel. Na, dann gehe ich doch da erstmal hin. Zum Tempel kann ich ja nachher immer noch. Ich ahne Übles. Ah, natürlich. Wie in Ocarina of Time. Kommt her. Die schmeißt mit ihren mit ihrem Knochen oder was auch immer. Alter! Bockblindknochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still. So alt, dass er schnell kaputt geht. Okay, der ist also zum nichts zu gebrauchen. Suchst du deinen Kopf? Suchst du deinen Kopf? Ich glaube, die vermissen etwas. Nein, mein Stachelbockstock! Ich glaube, die gehen nicht tot. Das aussieht. Halt! Hier geblieben! Sind die jetzt tot? Antike Schraube? Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Einer von denen wird doch noch wach, oder? Antike Feder, ja, das habe ich schon mal gelesen. Hat jede da von denen so... Natürlich wird jetzt einer wach. Hallo. Wo muss ich denn entlang? Muss ich an... Natürlich muss ich an dem vorbei. Dem ist nicht beizukommen. Du wirst langsam müde. Dein Augenlid wird schwer. Vielleicht, wenn ich hier lang laufe, sieht er mich nicht.
siehst mich nicht. Ich bin auf deinem Kollegen. Bomben habe ich leider noch nicht. Okay, hier sieht er mich nicht. Nehme ich mal die Bock. Was sind das? Das sind Bockblindknochen. Das ist ein toter Bockblind gewesen. Was? Oder war was? Na toll. Hüpp. Ach, was mache ich denn da? Karte. Ich bin in der Nähe. Nein. Ich vergesse total, dass ich auch noch klettern kann. Ja, aber schief. Dann wollen wir mal.